Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In der Tat, wir haben ein gutes Vergabegesetz und ein ernsthafter Umgang damit wäre angezeigt. Und dem Antrag kann man nur zustimmen. Der Vergabebericht, den dieses Vergabegesetz vorsieht, ist seit dem Sommer letzten Jahres fällig. Und ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, hier eine inhaltliche Debatte zu führen, für die dieser Vergabebericht, der aussteht, die Grundlage bilden soll. Und da reicht es mir auch nicht, wenn Sie sagen, Sie diskutieren in der Koalition offensichtlich über einen Bericht, keine Ahnung, der Ihnen vorliegt oder der Ihnen auch nicht vorliegt. Nein, er muss diesem Parlament vorgelegt werden, dann kann man darüber eine öffentliche Debatte führen. Es ist ja im September, ich glaube, von den Grünen schon mal gefragt worden, wie es denn so sei mit dem Vergabegericht und wo er denn bleibe. Und damals hatte die Wirtschaftssenatorin hier im September letzten Jahres geantwortet, wie Sie selbst dargelegt haben, ist der Vergabebericht innerhalb von 2 Jahren vorzulegen. Insofern sind wir noch voll im Plan, zumal dieser Bericht gerade auf dem Wege der Ressortabstimmung ist. Im September letzten Jahres war er gerade auf dem Wege der Ressortabstimmung. Insofern sind die im Antrag der Grünen angemahnten Berichtsinhalte ein bisschen hinter den Zug geworfen, sollte die Aussage der Wirtschaftssenatoren, und davon gehe ich selbstverständlich aus, stimmen. Aber sei es drum. Aber ich halte mal fest, nach Aussage der Senatorin Itzer ist der Vergabebericht seit 5 Monaten in der Mitzeichnung. Das nenne ich sozusagen wahrhaft olympisches Tempo. Und was so viel Weile hat, da muss ja wirklich ein dolles Ding draus werden. Aber daran sind ja Zweifel durchaus angebracht. Denn erstens, der Bericht hat einen Geburtsfehler, der liegt darin, er kommt vom Senat selbst. Wir hatten seinerzeit gefordert, dass tatsächlich ein unabhängiger Bericht erstellt wird. Hier evaluiert der Senat sich selbst. Und dieser Bericht soll ja zur Evaluation dienen, wie Sie selber immer wieder betonen. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass wir wissen, dass dieses Thema in der Koalition politisch hoch umstritten ist. Und insofern ist natürlich der Bericht auch der Lackmustest dafür, wie die Koalition und wie der Senat mit diesem Vergabegesetz umgehen. Und das Interesse der CDU hat der Kollege Melzer ja schon seinerzeit beschrieben bei der Debatte über die Gesetzesnovelle, als er in Bezug auf einen künftigen Bericht meinte, ich zitiere, die Frage muss erlaubt sein, wirken die Regelungen beispielsweise zur ökologischen Beschaffung und zu den ILO-Kernarbeitsnormen tatsächlich oder schaffen sie nur als Placebo zusätzlichen Verwaltungs- und administrativen Aufwand? Also Prüfungsziel oder Prüfungsinteresse ist hier, die Berechtigung des Vergabegesetzes insgesamt in Frage zu stellen. Sollte es also bei der Verzögerung darum gehen, dass eine solche Intention nicht allzu schnell durchgeht, dann könnte das ja eine gute Nachricht sein. Aber Blockade ist ja nun keine Lösung. Und in der Tat, wir wollen tatsächlich wissen, wie das Vergabegesetz wirkt. Wir wollen wissen, wie die Vergabestellen mit den Vorgaben des Gesetzes umgehen. Wir wollen wissen, wie die Kriterien im Vergabegesetz in die Wirtschaft, in die Praxis der Wirtschaft wirken. Und wir wollen vor allen Dingen wissen, wie die Kontrollgruppe mit ihren 3 Stellen in der Lage ist, die Umsetzung dieses Gesetzes tatsächlich zu kontrollieren. Deshalb muss der Bericht endlich vorgelegt werden. Und das muss auch nicht erst bereit im Ausschuss abgewogen werden. Was soll denn dabei rauskommen, dass der Bericht nicht vorgelegt werden soll oder was? Nein, das kann man sofort abstimmen. Wir können sofort hier sagen, der Vergabebericht muss endlich vorgelegt werden. Dankeschön.